Hallo, ich bin Ellie Jenux und heute gibt es eine Ugly to Beauty Challenge. Viel Spaß! Das ist mal ein etwas anderes Video von mir, denn tatsächlich wage ich mich zum ersten Mal an eine Create a Sim Challenge heran. An dieser Stelle gleich mal ein kleiner Disclaimer. Schönheit liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Und ich werde mich in diesem Video definitiv an jeder Menge Schönheitsideale bedienen, die ich im wahren Leben eigentlich ziemlich blöd finde. Aber das ist nun mal der Sinn der Challenge. Und deshalb möchte ich nur noch mal betonen, ihr seid alle perfekt und wunderschön, genauso wie ihr seid. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar. Und wir starten gleich mal in die Challenge hinein. Und hier sehen wir auch schon unser Opfer für die heutige Challenge. Dafür habe ich ganz einfach den Hashtag UglyToBeauty eingegeben und habe den ersten bei derzeit beliebt genommen. Das ist dieser Sim versteckt hinter dem Hasenkostüm. Also ich habe absolut keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und ich bin schon sehr gespannt. Deshalb werden wir gleich mal herausfinden, was sich unter dem Kostüm verbirgt. Und hier haben wir jetzt unseren Sim. Sie wünscht sich tatsächlich eine erfolgreiche Abstammung. Sie ist fröhlich, kreativ und treu. Das klingt doch absolut großartig. Ich gebe ihr noch schnell einen anderen Namen. Das ist unsere Tia Dunn. Nein. Das ist unsere Ariana Starnes. Und wie sieht sie aus? Okay. Naja, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schwer. Wobei von der Seite, okay, vielleicht könnte es doch eine kleine Herausforderung werden. Das mit den Augenbrauen wird problematisch, denn irgendwie ist mir aufgefallen, ich habe keine Ahnung, wie Augenbrauen funktionieren. Ja, okay. Beginnen wir mal mit den Ohren. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Das ging einfacher als gedacht. Die Ohren sind schon perfekt. Großartig. Gut, dann, ja, keine Ahnung. Ich mache einfach mal irgendwas und schaue, was dabei herauskommt. Das ist keine gute Idee von mir. Mache ich alles noch schlimmer? Ja, es wird doch. Das geht doch viel einfacher als gedacht. Machen wir die Nase noch ein bisschen kleiner. Was mache ich eigentlich? Ja, also definitiv schon mal besser als zu Beginn. Vielleicht geben wir die Nase noch ein bisschen rauf und machen sie generell kleiner. Das ist so schwer. Wieso wollte ich das machen? Ja gut, ich glaube, ich mag die Nase. Können wir das vielleicht ein bisschen drehen? Ah. Also die Nase finde ich schon mal gut. Dann machen wir mal mit dem Mund weiter. Das könnte auch eine Herausforderung werden. Hä? Und das Kinn? Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass die Lippen schwerer sind als die Nase, aber irgendwie komme ich zu absolut gar nichts. Es sieht echt merkwürdig aus. Können wir die Nase weiter nach unten geben? Ja, ich glaube, das ist besser so. Sieht der Mund komisch aus oder bilde ich mir das ein? Wieso können wir den nicht kürzer machen? Ja gut, keine Ahnung. Ich gebe einfach mal ein dünnes Kinn und dann schauen wir uns die Augen genauer an. Wobei, die passen doch, oder? Vielleicht ein bisschen nicht drehen. Ich gebe es mal ein bisschen auseinander. Das geht doch gar nicht. Hä? Ja, vielleicht kann man bei den Augen gar nicht so viel ändern. Und die Augenbrauen? Sind das einfach blöde Augenbrauen oder... Ich muss definitiv noch was an der Form ändern. Drehen wir es mal gerade hier rein. Kann sein, dass ich es noch schlimmer mache, als es schon ist. Naja, ich weiß ja nicht. Wieso ist denn das da? Oh Gott, was, oh mein Gott, was habe ich getan? Langsam glaube ich, ich sollte den Sim davor erstellen. Also den Sim für Ugly to Beauty. Weil irgendwie schaffe ich Dinge im Create a Sim, von denen ich nicht mal wusste, dass sie möglich sind. Faszinierend. Ich gebe ihr mal eine andere Hautfarbe, weil mit der sieht sie wirklich tot aus. Okay, mit der sieht sie aber auch tot aus. Irgendwie möchte sie unbedingt sehr, sehr blass sein und ich stehe da natürlich nicht im Weg. Aber ich werde ihr jetzt einen Skin geben. Irgendwie sieht sie auch mit Skin ein bisschen gruselig aus. Ich verstehe nicht ganz, was an ihr gruselig aussieht, aber irgendwas macht sie unglaublich creepy. Gut, ich belasse es jetzt einfach mal bei dem Skin und dann bekommt sie noch Wimpern.
Ich finde, mit Wimpern sieht sie schon besser aus. Vielleicht ändern wir auch ihre Haarfarbe mal. Gib ihr einfach mal ein Braun und... Ja gut, ich lasse das jetzt einfach so. Ich glaube, ich mache ihre Ohren noch ein bisschen kleiner. Die sind irgendwie sehr groß. Kann man die kleiner machen? Ja, okay. Jetzt hat sie kleine Ohren. Dann mache ich das Gesicht vielleicht noch ein bisschen länger. Nein, ja. Okay, ich glaube, das ist das Gesicht unserer Ariana. Ich bin nicht glücklich. Ich mache alles jetzt noch mal ein bisschen kleiner. Vor allem den Mund. Warum kann ich den nicht kleiner machen? Ich habe gerade irgendwas gemacht und jetzt sieht ihr Mund so aus. Hilfe. Wieso kann ich den Mund nicht kürzer machen? Der ist so lang. Hä? Ich check's gar nicht. Versteht ihr das? Kann mir bitte jemand in die Kommentare schreiben, was ich falsch mache? Weil ich versteh's nicht. Der Mund ist doch schon sehr groß, oder? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube, mein Sims ist kaputt. Ja, jetzt geht's. Das ist vielleicht zu klein, aber ich weiß jetzt wenigstens, wie es geht. Man muss geklickt halten und dann kann man das größer oder kleiner machen. Das ist doch schon mal besser. Ich glaube, wir geben ihr doch andere Augenbrauen. Auch besser. Und ihre Nase, da möchte ich auch noch was verändern. Ich finde, langsam wird's. Also, ich habe noch keine Ahnung, wie das Endergebnis dann aussieht, aber ich finde, es wird besser. Also, jetzt glaube ich wirklich, wir haben das Gesicht unserer Ariana. Also, irgendwie ist sie schon sehr blass, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch sehr blass. Also, manche Menschen sind halt einfach sehr blass. Ach, Ariana, was soll ich dir nur für eine Frisur geben? Das ist echt keine einfache Challenge. Ich sag's, wie es ist. Ich finde es wirklich schwer. Sie bekommt die Frisur. Ich glaube tatsächlich, das ist die gleiche Frisur, die auch Ivo in der 100 Baby Challenge hat. Aber ich liebe die Frisur einfach. Und ich finde, sie passt perfekt zu ihrem Gesicht, weil sie so ein kantiges Gesicht hat. Und da passen, finde ich, kurze Haare sehr gut dazu. Können wir ihr noch Make-up geben? Oder ist das dann ein bisschen zu übertrieben? Oh, ich glaube... Okay, das ist ein bisschen wild. Dann noch ein bisschen Blush. Dann ist sie wenigstens nicht ganz so weiß. Und Lippenstift vielleicht auch noch. Der sieht ein bisschen komisch aus. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Und können wir ihr noch Piercings geben? Irgendwie hat sie ein Septum-Gesicht, finde ich. Oder ein Ohrringe-Gesicht. Genau, ich gebe ihr Messer als Ohrringe. Fragt mich bitte nicht, warum ich das in meinem Spiel habe. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich doch gegen ein Piercing entschieden, aber dafür gebe ich ihr die Ohrringe. Die finde ich sehr, sehr süß. Und stimmt, ihren Körper. Den habe ich mir jetzt noch gar nicht angeschaut. Ich werde das jetzt alles einfach mal ein bisschen proportionaler gestalten. Nochmal, bitte vergesst nicht, ihr seid alle schön, wie ihr seid. Ich glaube, so können wir sie lassen. Seit wann sieht man denn die Wirbelsäule durch? Hä? Als ob. Das ist doch nicht vom Spiel aus, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich, weil sie keine Muskeln hat. What? Oh mein Gott, das stimmt einfach wirklich. So sieht das bei mir übrigens auch aus. Ich habe keinen einzigen Rückenmuskel und deshalb sieht man meine Wirbelsäule durch. Einfach großartig. Aber gut, dann können wir sie jetzt ja einkleiden. Ihr steht sicher alles absolut fantastisch. Ich bin mir sicher. Sieht schon mal gut aus. Also sie hat ja ein Vampirbestreben, dann ist sie noch fröhlich und kreativ. Das heißt, ich glaube, ich gebe ihr jetzt ein bisschen einen ausgefalleneren, aber gleichzeitig so einen eher dunklen Stil. Einfach, dass das so zu ihren Merkmalen passt. Nehmen wir mal diese Hose. Oh, die Jacke ist ja cool, aber passt jetzt nicht so ganz. Sie sieht irgendwie ein bisschen wütend aus die ganze Zeit. Also ich weiß, meine Sims bewegen sich im Create a Sim nie, aber sie sieht irgendwie besonders wütend aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, rot steht ihr gut. Dann bekommt sie noch irgendwelche coolen Schuhe. Ich werde wahrscheinlich die Schuhe nehmen, die ich immer nehme. Und das sind die, weil ich sie liebe. Ja, natürlich. Wieder mal passen sie perfekt. Wie könnte es anders sein? Dann geben wir ihr noch ganz lange schwarze Fingernägel. Ja, perfekt. Dann hätten wir das Alltagsoutfit auch fertig. Gehen wir weiter zur Abendkleidung. Da möchte ich wieder irgendetwas komplett Elegantes, das eben so zu ihrem
Vampire-Mindset passt oder zumindest dazu, dass sie gern ein Vampir wäre, das ist doch toll. In dem Outfit könnt sie direkt Vlad heiraten. Das finde ich großartig. Schuhe sind auch egal, die sieht man sowieso nicht. Und der Schmuck passt seltsamerweise zusammen. Das habe ich noch nie erlebt. Dann kann sie den behalten, nur ich mache ihn ein wenig dunkler. Und die Kette auch noch. Dann geht es weiter zur Sportkleidung. Ich weiß nicht, ob sie Sport treibt. Immerhin darf sie bald nicht mehr in die Sonne. Aber gut, ziehen wir einfach irgendwas an. Natürlich in Schwarz. Wie sollte es anders sein? Perfekt. Großartig. Und dann noch die Schlafkleidung. Das ist eigentlich eh ganz süß. Gibt's das in Schwarz? Wir brauchen alles in Schwarz. Nee, leider nicht. Dann gibt's dich in Schwarz. Perfekt. Dann schläft sie in dem. Dann bekommt sie auch noch schwarze Socken. Und natürlich auch schwarze Pantoffeln. Ich weiß auch nicht, warum. In letzter Zeit habe ich eine Obsession mit der Farbe Schwarz. Vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht. Jetzt verstehe ich es. Der sie erstellt hat, hat sie einfach schon so angezogen. Deshalb hat es zusammengepasst. Jetzt ergibt alles natürlich Sinn. Ich möchte einen Rock. Den Rock habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Nehmen wir mal den. Der passt, finde ich, gut zum Thema. Dann eine Strumpfhose. Nehmen wir die Schuhe. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber ist ja auch egal. Hat ja niemand gesagt, dass sie unbedingt modebegeistert sein muss, oder? Vielleicht interessiert sie das Ganze einfach nicht. Und sie möchte einfach nur Vlad beeindrucken. Das ist alles, was sie in ihrem Leben erreichen möchte. Ich glaube ja, dieses Oberteil würde Vlad beeindrucken, aber der Rock passt da halt nicht dazu. Gibt's einen anderen Rock, der da besser dazu passt? Oh ja, dieser. Ja. Geschminkt ist sie tatsächlich schon, also von dem, der sie erstellt hat. Ich finde die Ohrringe auch cool. Die passen da ein bisschen dazu. Dann geben wir einfach noch so einen dunklen Lippenstift. Und dann machen wir mit der Badekleidung weiter. Was für eine Badekleidung würde Vlad gern an ihr sehen? Ich glaube diese. Wobei, ich glaube, Vlad wird niemals Badekleidung an ihr sehen. Denn wenn sie baden gehen, müssten sie doch in die Sonne. Und dann würde er verbrennen. Und das wäre tatsächlich gar nicht so schlau. Aber gut, weiter geht es mit dem heißen Wetter-Outfit. Oh Gott, ich schmink sie mal ab. Das ist ein bisschen zu wild. Nee, wobei ganz ohne Make-up geht jetzt auch nicht. Im Sommer hat sie natürlich ein bisschen Farbe im Gesicht. Dann auch noch einen dezenten Lippenstift. Dezent, habe ich gesagt. Vielleicht geben wir ihr irgendein kurzes Kleid. Das ist nicht kurz. Das ist ein bisschen zu elegant. Nein, vielleicht doch nicht. Geben wir lieber eine kurze Hose oder einen kurzen Rock. Diese Hose mag ich eigentlich. Und dann braucht sie natürlich noch ein Oberteil. Welches Oberteil sieht gut aus? Nein, das sieht absolut gar nicht gut aus. Manchmal verstehe ich meine Gedankengänge nicht. Das ist doch cool. Ja, was passt auch nicht so ganz. Ach, ich bin immer so unentschlossen. Das sieht auch aus, als würde es Vlad beeindrucken. Ja. Aber vielleicht geben wir ihr da doch einen anderen Rock oder eine andere Hose. Die Hose finde ich toll. Die steht ja auch voll gut. Perfekt. Und dann haben wir nur noch das kalte Wetter-Outfit. Also bald haben wir die Challenge tatsächlich geschafft. Ich muss sagen, sie gefällt mir gar nicht so schlecht. Also ich finde, für meine erste Challenge ist mir das ganz gut gelungen. Was meinst du dazu? Schreib mir deine Meinung sehr gern in die Kommentare. Aber seid bitte nicht allzu streng mit mir. Wie gesagt, ich bin neu bei diesem ganzen Ugly-to-Beauty-Game, deshalb weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber falls ich das öfter machen soll, schreibt mir das natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Oder auch, falls du irgendwelche anderen Vorschläge hast, welche Create-a-Sim-Challenges ich noch ausprobieren könnte. Ich gebe mal diese Hose, das ist mal ganz was anderes. Ich glaube, die habe ich noch nie benutzt. Sehr realistisch im Winter und ihre Zehen schauen raus. Aber vielleicht möchte sie einfach gerne frieren. Wer weiß, vielleicht hofft sie ja, dass Vlad sie dann wärmt. Ach, die arme Ariana. Ich bin schon gespannt, wie die Love Story zwischen ihr und Vlad weitergeht. Nur, wir werden es leider nie erfahren, da ich mit ihr nicht spielen werde. Aber ich bin mir sicher, es gibt ein Happy End. Und hier haben wir jetzt das kalte Wetter-Outfit unserer Ariana. Das ist nochmal das Alltags-Outfit, die Abendkleidung. Oh Gott, ich habe vergessen, wie over the top das Kleid ist, aber okay.
dann die Sportkleidung, Schlafkleidung, Partykleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Mir gefällt sie sehr, sehr gut, aber schreibt mir eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!